Das kopieren wir jetzt einfach nochmal hier hin, hier hin, hier hin. Und ihr seht, wie die Stückzahl nach oben läuft. Ja, grüßt euch. Ich bin gerade dabei, eine neue Legende zu erzeugen für die Subparts. Und dachte mir einfach, warum nehme ich euch nicht einfach mit? Dann könnt ihr eure Legenden selber erstellen oder anpassen. Und das macht ja irgendwo Sinn, denn wenn man sich anschaut, dass man eine assoziative Legende jetzt erzeugt und die Stückzahlen automatisch aufaddiert werden, das ist ja eine super Sache. Und jetzt in Altplan 24 gibt es ein neues Feature, dass die Legenden, denen kann man jetzt Teilbilder zuweisen. Das heißt, jetzt hat man nicht mehr dieses Problem, dass man die richtigen Teilbilder auch in der Planzusammenstellung und im Teilbild geöffnet haben muss, damit auch die richtige Mengenliste rauskommt. Jetzt können wir halt die Teilbilder zuweisen und das ist natürlich eine super Sache. Ich habe das jetzt schon zweimal vordefiniert gehabt. Man sieht, grafisch ist es noch ein Chaos und ein Horror. Und hier noch eine Grafik mit eingefügt, gefällt mir jetzt auch nicht ganz so. Und deswegen starten wir gemeinsam zusammen. Und ja, ich zeige euch mal. Oh, dann ist irgendwo ein Grafikfeld. Das wollen wir nicht. Ist das von mir jetzt so entstanden? Aha, okay. Das wollen wir nicht haben. Unsere Ausgangssituation ist folgende. Ich habe jetzt Dübelleisten von jeweils einem Hersteller abgelegt. Das heißt, Polkon, in dem Fall Jordal, habe ich in Purple, in Lila abgelegt, Pico in Blau, Halfen in Rot und Schöck in Gelb. Und für jede Dübelleiste der jeweiligen Firmen habe ich noch eine Dübelleiste abgelegt, aber als Platzhalter, denn die sollten sozusagen im Modell von Leistungsphase 3-4 nur erzeugt werden und die dienen eigentlich nur fürs LV zur Schätzung. Genau, und wenn man dann zum Beispiel das Projekt von der Leistungsphase 3 kopiert, dann in die Leistungsphase 5 oder von der 4 in die 5, und dann weiß jeder, okay, ein oranges Einbauteil muss ich nochmal mit der Statik prüfen und ist nicht automatisch gelistet. Genau. Und wir wollen also auch unsere Legende so entsprechend erzeugen, dass sie keine Platzhalter auswertet. Das kann man nochmal separat machen, eine separate Legende, aber die wollen wir jetzt nicht dabei haben. Dann haben wir noch den Unterschied, hier haben wir Stückzahlaufwertungen, Auflistungen, und hier haben wir Meterzahl. Das sind jetzt in dem Fall die Abdichtungsfugenbleche von Betomax. Die habe ich versucht, so ein bisschen in der Farbe anzupassen. Genau habe ich den Farbton nicht getroffen. Aber wenn wir es uns in 3D anschauen, also hier sind drei so Bleche. Das sind jeweils ein laufender Meter und die möchte ich natürlich aufaddiert haben. Und da habe ich jetzt noch ein paar Montageteile. Wenn ihr die dicke Linie deaktiviert, dann erkennt man es vielleicht ein bisschen besser. So schaut das Ganze aus. Also wir haben eckige Beilagscheiben, wir haben Distanzmuttern und Muttern, glaube ich. Oder sind Schrauben, Sechskantschrauben, ja. Und die möchte ich auch nicht in meiner Mengenliste drin haben, also in meiner Einbauteilmengenliste. Ich möchte eine eigene Montagelegende haben, dass die Montageteile, die dann auf die Baustelle geliefert werden müssen, in einem Fertigteilprojekt, die sollen separat ausgewählt werden. Also machen wir insgesamt drei Legenden. Schauen wir mal vor der Zeit her, was wir schaffen. Wir werden erstmal wahrscheinlich nur eine machen. Damit wir das Ganze beginnen können, brauchen wir ein paar Befehle. Ich habe mir das schon in so einer Rolle Subgrade zusammengelegt. Das heißt, wir brauchen Legende. Wir brauchen Legende definieren. Wir brauchen Zelle definieren und Legenden modifizieren. Und am besten noch Beschriftungsbilder, Legenden und Verwalten. Das braucht man spezifisch, wenn man eine Legende einlesen will. Das zeige ich euch auch am Schluss, wie ihr meine Legenden rankommt, die ich jetzt erzeuge. Die könnt ihr euch dann kostenfrei runterladen. Und damit ihr nicht eure Legenden in eurem Bürostandard dann überspeichert, müsst ihr die Legenden dementsprechend importieren. Und das ist gar nicht mal so einfach. Dann brauchen wir mich dann im Project Pilot, den PP. Und ja gut, das zeige ich am Schluss. Also gut, dann fangen wir jetzt mal an und jetzt müssen wir uns erstmal um die Kosmetik kümmern. Wie soll das Ganze aufgebaut werden? Ich habe das in Canva ein bisschen vorgezeichnet schon mal, dass ihr seht, was denn uns erwartet. Das heißt, unsere Subparts sind aufgeteilt in einen Kurztext. Das ist das Attribut Plantext. Wir haben immer die Möglichkeit, entweder ein Attribut in eine Zeile zu drücken, eine Formel oder eine Grafik. Das sind unsere drei Auswahlmöglichkeiten. In dem Fall habe ich nur ein Attribut, hier habe ich nur ein Attribut, hier habe ich eine kleine Mini-Formel. Das heißt, ich habe die Antwort 1, die Antwort 2 und dazwischen möchte ich ein Leerzeichen erstellen. Und das machen wir mit Anführungszeichen und Plus.
Manchmal braucht man und, manchmal ein Plus. In dem Fall bei den Legenden braucht man ein Plus. Also bei Reports, Beschriftungsbilder und so weiter kann das variieren. Bei den Legenden braucht man ein Plus. Der Hersteller hat wieder ein Attribut und am Schluss haben wir eine Mengeliste. Da haben wir eine If-Klausel drin. Das heißt, wenn der eine Fall eintrifft, dann macht das und ansonsten macht das. Und da brauchen wir sogar zwei davon. Zeige ich dann. Und das oben ist ein bisschen Kosmetik. Da machen wir halt unsere dumme Beschriftung, die halt immer bleibt, und unsere Köpfe. So, und dann fangen wir mal an. Ich schiebe das mal darüber. Ich bin im Maßstab 1 zu 100 unterwegs. Die Animation brauchen wir jetzt dafür nicht. Aber was wir brauchen als erstes ist Zelle definieren. Wenn ihr das nicht parat habt, die Funktion, dann geht es in eure Action Bar oben auf die Lupe, Zelle def. Und schon kommt Zelle definieren. Ihr könnt es euch in der Action Bar anzeigen lassen, wird es euch markiert. Wir können hier weiter und dann kann man auch zum Beispiel hier suchen. Da ist es dann in Ingenieurbar und so weiter. Ich möchte es aber jetzt bei Subgrid angezeigt haben und dann fangen wir auch an. Wenn wir die Zelle definieren wollen, dann haben wir weitere Auswahlmöglichkeiten. Wir haben erstmal einen Rahmen oder eine Nummer zu modifizieren. Der Rahmen, ich finde es ein bisschen schwierig bezeichnet. Im Endeffekt ist es nichts anderes als ein DIN A4 Blatt quer oder hochkant. Das heißt, ich setze das Ganze mal ab. Hier steht Hochformat ist 0, Querformat ist 1. Ja, wir machen Hochformat also 0. Einmal mit Enter bestätigen und dann setzen wir das Ganze ab. Da wir im Maßstab 1 zu 100 unterwegs sind, können wir jetzt hier einmal messen. Das müssten jetzt 21 Meter sein. Genau, umgerechnet sind es 21 Zentimeter dann. Und das Innenformat sind 18,9. Das heißt, wir haben fast 19 cm. Hier haben wir halt einen Lochrand. Der wird wahrscheinlich 2 cm sein. Und hier hinten haben wir halt dann nochmal diesen 1 mm oder so. Okay. Da passen wir das Ganze jetzt rein. Und wir wollen jetzt nicht bloß den Rahmen, sondern wir wollen dann Zellennummern definieren. Das heißt, wir müssen jedem Attribut eine Zellennummer zuweisen. Das beginnt bei der 1. Ich zeige es nochmal in Canva. 1, 2, 3, 4, 5 und danach haben wir noch eine sechste. Das muss auch durchgehend sein, das muss auch bei der 1 starten. Die 1 übernimmt sozusagen auch noch die Sortierung. Das heißt, alles wird sortiert nach der Zellnummer 1. Und dann muss die 2 kommen. Wenn jetzt hier die 3 wäre und hier die 2, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Da müssen wir ganz explizit drauf aufpassen. Aber auch wenn wir mal einen Fehler machen, können wir den jederzeit wieder ausbessern. So, wir haben hier die Zellnummern vorgegeben. Also wir beginnen bei der 1. Wenn hier keine 1 steht, zum Beispiel eine 100, dann klickt hier nochmal rein und drückt 1 und dann Enter, dass hier eine 1 steht. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wie schon erwähnt, Attribut, Formel oder Grafik zu erstellen und einen übergeordneten Bezug. Den lassen wir mal jetzt komplett außen vor. Also, wir passen hier erstmal alles rein. Und damit wir das Ganze machen können, schließen wir jetzt erstmal die Zelle definieren. Aber wir wissen jetzt, um was es geht und wir haben den Rahmen hier. Ja, dann müssen wir unsere Zellen auch erstellen. Ich glaube, ich deaktiviere mal die Webcam. Die stört mich jetzt eh bloß. Und jetzt können wir in 2D ein paar Linien zeichnen. Also, ich gehe jetzt einfach mal auf Architektur und hier Rechtecke definieren. Wie gesagt, ich brauche mehrere. Das heißt, als erstes brauche ich die oder den Plantext. Das fällt bei mir ja ziemlich klein aus. Machen wir über Diagonale. Nee, machen wir mal nicht über Diagonale. 1 Meter ist zu wenig. 2 Meter würde wahrscheinlich reichen. Machen wir mal 3 Meter. Ich kann ja immer noch alles punktmodifizieren, wie halt immer. Und wir machen eine Breite von 0,5 ins Minus. Wird klein, gell? Nummer 1. Ja, 1 schaut besser aus, gell? Ja, jetzt habe ich hier ein Rechteck, das kann ich theoretisch auch gruppieren. Ne, wir machen es aber trotzdem nicht. Nicht, dass uns die Legende dann wieder nicht funktioniert. Jetzt können wir das Ganze kopieren. Im Endeffekt sind es aber bloß die Linie, die Linie, die Linie. Von hier nach hier. Dann habe ich hier die Bezeichnung, dann kommt der Typ. Dann kommt der Hersteller, dann kommt die Menge. Ja, wir haben gar nicht so viel Platz dann. Jetzt schreibe ich einfach mal die Texte rein, was da reinkommt. 2,4. Ich möchte gern Kalibri. Und dann schreiben wir hier rein,
Was ist das erste? Bei mir ist der Kurztext oder Plantext. Ja, Einmalteilnummer, ne? Oder ID. Wie nennt ihr das? Plantext. EBT. Zuordnung. Identifikation. Das ist doch gar nicht mal so dumm, oder? Einmalteil Identifikation. Wo haben wir es ausgerichtet? Links oben machen wir mal links unten. Hier machen wir einen schönen Abstand von 0,10. 0,10 ist. Wir machen es dann schon mittig. Von hier aus 0,10 rauf. Hier ist unser Absatzpunkt. So schaut es doch gar nicht mal schlecht aus. Die Einmalteilnummer, die Identifikation, die ist bei mir, die könnte ja auch 100, 100er Bereich sein. Dann haben wir schon mal drei Zeichen. Und vielleicht D, also zum Beispiel, schauen Sie uns hier mal an. D-1, aber es kann der D-100 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Zeichen ist okay. Das heißt, es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, aber es ist direkt nicht auf. Eigentlich reicht uns der Platz so wie bei der Einmalteil-ID. Das heißt, ich punktmodifiziere diese ganzen Zeilen, gehe von hier aus und ich mache eine schöne Zeichenkette. Oh, das ist zu viel. 1,7. Ja, 1,7. Das lassen wir. Jetzt kopiere ich mir diesen Text. Das nächste ist sozusagen die Bezeichnung. Ich finde, das fehlt bei den Bezeichnungen. Ich habe schon viele Einmalteil-Mengenlisten gesehen und Legenden und ich finde, die Bezeichnung fehlt überall. Also ihr könnt das Ganze nicht einfach HBT nennen, sondern das Ding heißt halt einfach Rückbieganschluss. Hier kommt dann die Bezeichnung rein vom Hersteller oder sowas. Und da sind wir auch dann beim nächsten Feld, das ist der Typ. Ich glaube, dass uns die Zeichen in der Bezeichnung nicht reichen, deswegen mache ich das jetzt ein bisschen breiter um 0,5. Beim Typen reicht es uns auf jeden Fall nicht aus, dann machen wir 1,5 länger. Ach, da haben wir jetzt wieder Platz, das ist gut. Aber nur mit 0,5, hier gehen wir noch einen Meter dazu, der Hersteller braucht auch noch ein bisschen Platz. 1,5, die Menge müsste eigentlich ausreichen, dann haben wir noch mal ein bisschen 0,5. Yep. So werde ich es machen. Ich weiß nicht, ob ich das bis hier hinten ausreizen soll. Mache ich wahrscheinlich schon. Dann gehen wir bei der ID das Ganze, den Rest noch oben drauf. Also wir punktmodifizieren von hier nach hier. Und wir gehen weiter in unsere Kosmetik. Wir geben hier den Hersteller vor. Und am Schluss die Menge. Mit Textparameter modifizieren, das könnt ihr auch wieder über die Lupe suchen. Könnten wir jetzt zum Beispiel einen Text nehmen und den übertragen, weil ich möchte wahrscheinlich sogar eine fette Überschrift haben. Kursiv nicht. Wir machen hier 1,25. Na, wir machen 1, das passt. Fett, Textparameter hier übernehmen und die übertragen wir jetzt an den Rest. Ah, okay, Fett wird nicht übertragen. Fett wird nicht übertragen. Ich, okay. Wir gehen hier auf Eigenschaften, dann drücken wir halt hier einmal auf das F und schon müsste es funktioniert haben. Wunderbar. Und jetzt müssen wir eine Zeile definieren, die sich dann immer weiter fortsetzt. Ich gehe schon in die Bildschirmdarstellung wieder auf dicke Linie. Wie dick haben wir denn? Die 0,25 haben wir denn, ne? Ich verschiebe das jetzt nach oben. Das ist bloß für mich zum Orientieren, wie breit das Ganze denn sein sollte. Ich gehe auf meine Linien und die mache ich vielleicht jetzt ein bisschen dicker. Machen wir 0,5. Erkennt man da was? 0,7 ist schon zu hart, oder? Wir nehmen 0,5, das reicht uns aus. Und wir kopieren uns hier das Ganze einmal nach unten. Ich markiere mir ich lösche mir die Texte raus. Also den Löschbefehl aktivieren und dann die einzelnen Dinge anklicken. Dann, das wird unsere Zeile, ohne die obere. Das sind unsere einzelnen Zeilen. Machen wir 0,25 und vielleicht, dass wir die Außenlinien
mit einer 0,5er noch belegen. Ja, so machen wir es. Unten haben wir jetzt keine Abschlusslinie. Das ist mir auch egal. Das will ich gar nicht. Ja, und jetzt fangen wir eigentlich mit der ganzen Sache an. Wir könnten jetzt hier noch Füllflächen oder Texturen oder sonst irgendwas hinterlegen. Wenn Sie das möchtet, können wir gerne machen. Kann man gerne machen. Oder man muss noch irgendwie hier schreiben, für alle Einbauteile oder für alle Bauteile gilt oder gleichwertig. Schreiben wir das noch irgendwo oben drauf. Ja, dann sind wir auf der sicheren Seite, oder? Ja, gut. Einbauteil-Legende. Das machen wir vielleicht als Überschrift mit 4. Ja, wenn ihr das natürlich jetzt absetzt in eurem Plankopf, dann wäre das natürlich doof. Dann müsste es im Plankopf irgendwo drin stehen haben. Für alle Einbauteile gilt oder gleichwertig. Ja, dann werde ich die Überschrift nicht draufsetzen, weil die Legenden, die setzt man meistens im Plankopf ab. Was wir aber jetzt brauchen, brauchen wir, also wir müssen jetzt Zelle definieren. Zelle definieren. Und in der Architektur suche ich es nicht. Ich suche es in Subgrid. In Action bei Anzeigen. Zelle definieren. Wir beginnen mit der 1. Und wie gesagt, wir brauchen jetzt am Anfang nur ein Attribut. Da benutzen wir eben die Lupe. Und dann geben wir jetzt einfach mal einen Plantext. Dann haben wir das Ganze. Okay. Wir haben hier die Möglichkeit, die Größe des Textes einzustellen. Wir sollen bei der 2,4 bleiben. Ich würde die 2 wählen, dass die Zeilen hier ein bisschen kleiner sind. Dann machen wir mal 2,1. Und hier haben wir das Format. Also in dem Fall haben wir alphabetisch. Also hier haben wir Strings. Das heißt Buchstaben auf Bayerisch oder auf Deutsch. Und wir können bis zu 16 Zeichen hier abliefern. Und wollen wir nicht. Ich mache mal hier bloß. Bis zu 7 Zeichen dürfen hier abgeliefert werden. Wir können das Ganze vertikal, horizontal eingeben lassen. Wir lassen es bei horizontal. Und ja, wir könnten noch eine Dimension dahinter setzen. Kann man zum Beispiel bei Stückzahl oder sonst irgendwas machen. Wir werden es aber anders meistern. Und man kann noch einen Rahmen dazu darstellen lassen. Das heißt, wir können hier noch so Klammern, wenn ihr das habt, dass ihr zum Beispiel eckige Dinger habt für Montageteile und runde Klammern für Einbauteile, dann könnt ihr das hinzufügen. Ich mache das jetzt in dem Fall nicht und klicke einmal hier. Gut. Und wenn wir zum Beispiel eine Kommazahl haben, dann heißt es Floating, da müssen wir hier abkürzen mit F. Dann können wir sagen, wie viele Zeichen vor dem Komma ausgewertet werden, zum Beispiel 3 und nach dem Komma zum Beispiel 2. Und dann gibt es noch ein I und ein U und sonst irgendwas, googelt es einfach. Da werdet ihr fündig. Vielleicht verlinke ich es sogar, wenn ihr es nicht vergesst, in der Beschreibung, wie ihr die Formate hier ausfüllen könnt. Gut, und jetzt haben wir den Absatzpunkt, der ist jetzt wichtig, daran orientiert sich jede Zeile. Das heißt, wenn wir eine Menge haben, dann müssen wir, wenn es ja, Meter oder sonst irgendwas sind, dann müssen wir uns auf den rechten Punkt orientieren. Also wenn wir eine Kommazahl haben, dass das schön sauber rechtsbündig alles ist. Ansonsten bei Texten orientiere ich mich halt links unten. Ihr könnt es natürlich auch links oben, ihr könnt es auch hier. Ihr könntet sogar sagen, ja, ihr möchtet es immer in der Mitte haben. Macht es Sinn? Bei Texten möchte ich eigentlich mich links orientieren. So. Wie viel haben wir jetzt da gehabt? 0,1 und 0,1, glaube ich. Ja, jetzt haben wir endlich den Plantext abgesetzt als Attributformel. Das ist jetzt kein Text, der wo Plantext immer dort steht, Plantext, sondern das ist jetzt unser erstes Attribut gewesen. Wir kontrollieren Zellen Nummer 2. Wunderbar, das kommt hier rein. Wir haben die Bezeichnung und die suchen wir auch. Wir geben hier Bezeichnung ein. Und wenn wir jetzt auf Weitersuchen gehen, dann wird erstmal eine andere vorgeschlagen. Zum Beispiel Bauteilbezeichnung, weil einfach das Wort Bezeichnung gesucht wird. Wir suchen aber nur ein ganzes Wort, weitersuchen und dann haben wir das Ganze. Ist unter EFC oder unter Architektur allgemein, sagen wir okay, ist beide Male dasselbe. Und jetzt seht ihr schon, dieses Attribut kann 255 Zeichen lang sein. Das ist mir zu lang. In meinem Fall Bezeichnung RUECKBEGEA. NSCHLUSS. 19 Zeichen. Machen wir mal 20. Rückbioanschluss Doppeldichtpackung. Machen wir 25. Ja, da sieht man schon.
kann auftragen. Wir müssen aber immer denken, ein I ist zum Beispiel schmäler als ein W und hier sind halt einfach Unterstriche als Platzhalter gewählt worden. Ich lasse das jetzt mal so. Das darf auch jetzt ein bisschen hier übergreifen. Das wird am Schluss nicht alles ausgefüllt. Jetzt kommen wir zu unserer ersten Formel. Die Formel gehen wir wie folgt ein. Wir haben hier Attribute, Funktionen und Operator. Wenn wir hier drauf schauen, dann können wir eine If-Klausel machen. Brauchen wir aber jetzt in dem Fall noch nicht. Den machen wir dann später. Wir haben hier Funktionen. Hier könnt ihr immer durchschauen. Zum Beispiel die Funktion mit ist ziemlich cool. Da könnt ihr einen Text auslesen. Das heißt ein Attribut. Zum Beispiel, wenn es ihr braucht jetzt immer das zweite Zeichen von eurem Einbauteil Kurztext, ne? Dann könnt ihr da mit eingeben, dann Klammer auf, dann schreibt ihr das Attribut rein vom Plantext, dann hier kein Strichpunkt, sondern ein normales Komma. Das ist hier irgendwie falsch aufgelistet, da stolpere ich jedes Mal drüber. Dann sagen wir, die Startposition ist 2, also der zweite Buchstabe und die Länge ein Buchstaben ausgeben, also eine 1, Klammer zu, dann kommt da nur ein Buchstabe raus. Das, wenn ihr sagen könnt, ihr eingeben. Oder hier eine Integer umwandeln aus einer Zahl und. Hier könnt ihr euch eigentlich alles mal durchklicken oder ihr folgt einfach meinem Kanal. Deswegen ist jetzt auch die perfekte Zeit zum Abonnieren und zu liken, weil so ein Content, glaube ich, sieht man selten, dass man Legenden-Reports und alles, was in der Tiefe steckt, kostenfrei auf YouTube sieht. Und könnt ihr wenigstens mit einem Like euch doch unterstützen, oder? Super. Und dann machen wir jetzt auch weiter nach der Bettlerei. Alt-GR und Q-Taste drücken, damit das Ad erscheint. Wir suchen die Antwort. Ja, wir suchen immer die Antwort. Wir suchen die Antwort auf alle Fragen. Dann geben wir ein Plus ein, Anführungszeichen, Leerzeichen, Anführungszeichen, Plus, Ad, hallo, Ad-Zeichen, Antwort 2, da klicken wir einmal drauf. Denn es ist nämlich auch die Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Und dann sagen wir, okay, wir haben A30 Zeichen, das erscheint mir fast ein bisschen zu wenig, machen wir mal 40. Ja, so machen wir es auch. 010, 010. Hersteller, das ist einfach wieder ein Attribut, das ist bei mir die Antwort 4. Da gibt es ihr das ein, was ihr braucht. Aber am besten einfach nach den Subparts ein bisschen orientieren. Dann braucht ihr kein Mapping machen. Hersteller. 16 Zeichen. Ich glaube, das langt. Können wir das verlängern? Jetzt haben wir natürlich wieder Platz zum Punkt modifizieren. Also das können wir kürzer machen. Da können wir den Typ verlängern und die Bezeichnung vielleicht. Jetzt machen wir nur die Menge. Die nächste Zelle ist die 5. Da brauchen wir jetzt eine richtige Formel mit If-Klausel. Das heißt, wenn der Fall eintrifft, hier drücken wir einfach drauf, dann sehen wir, okay, wenn das in der Klammer eintrifft, dann wird die Formel erstellt. Da kann man noch eine Else machen und wenn nicht, dann machst du das. Und genau das benutzen wir. Also if, in dem Fall Klammer auf, Klammer zu, wenn die Länge mit, okay, Länge, oh. Finde ich es nicht. Hier haben wir es. So machen wir es. If Länge ist gleich 0. Also wenn die Länge nicht vorhanden ist, dann schreibt bitte die Menge. Immer schön da draufklicken, dann habt ihr immer das Richtige parat. Hier unten ist die Übersetzung. So schaut ihr die Formel damals in Alpland 19 oder sowas aus. In 24 braucht ihr nur noch die Namen eingeben, was wirklich ein riesengroßes Upgrade ist, sage ich jetzt mal. Leerzeichen, wir machen hier ein Else, wird uns vorgeschlagen. Nehmen wir auch gern an. Und jetzt brauchen wir wieder die Länge. L-E-N-E. So. Ja. Also, das heißt, wenn die Länge nicht vorhanden ist, dann schreiben uns die Menge rein. Ansonsten schreiben uns die Länge rein. Wunderbar. Wir orientieren uns hier rechts, dass sozusagen die Zahlen schön sauber untereinander aufgelistet werden. Wir haben eine Floating, also mit zwei Stellen nach dem Komma. Wenn sie laufende Meter hat, macht es auch Sinn. Wir gehen dann Dezimeter, Zentimeter, Millimeter brauchen wir vielleicht nicht.
Denk nicht, nee, oder? Millimeter? Nee. Und die Dimension, jetzt könntet ihr hier schon Meter oder sonst irgendwas mit hinzufügen, aber ich möchte ja, wenn es Meter sind, dass M-Daten steht und wenn Stückzahl ist, STCK oder ST oder irgendwie sowas, ne? Okay, orientieren wir uns mal hier. 0,10 nach oben. Wir haben jede Menge Platz. Wir brauchen nochmal eine Formel. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal raus. Ich hole mir die Zelle, gehe auf Info mit einem Doppelklick, Steuerung C, okay. Jetzt die nächste Zelle definieren. Zellnummer 6, Formel. Einmal einfügen. Wir machen jetzt hier dasselbe, bloß anstatt dass hier die Menge rauskommt, kommt hier einfach ein Anführungszeichen STCK oder ST, reicht uns eigentlich aus, oder auch Stück oder Pieces. Wir machen ST. Und hier unten hinten schreiben wir in Anführungszeichen das M. Wir gehen hier auf A2, das heißt maximal zwei Zeichen. Wir orientieren uns links, gehen hier ran und machen vielleicht hier einen Abstand von 0,10. Finde ich gut. Und jetzt können wir das Ganze grafisch nochmal kurz überarbeiten. Alles, was uns jetzt nicht gefällt, da gehen wir jetzt nochmal drüber mit unserem Korrekturpinsel. Ich möchte mir nur markieren, das ist das Ende. Das ist der Anfang. Und jetzt punktmodifizieren wir alles so, wie wir es brauchen. Das heißt, hier haben wir noch jede Menge Platz zur Verfügung. Einen Meter drüber. Ja. Schaut ein bisschen verloren aus, die Menge hier. Wir werden mit Texte ausrichten, der Funktion rechtsbündig ausrichten. Rechtsklick die Summenfunktion benutzen. Einmal die Menge, einmal diese Zelle. Rechtsklick und jetzt ist es rechtsbündig da. Hersteller hat auch hat genügend Platz. Das heißt, wir wollen hier den Hersteller mitnehmen und auch die Antwort 4. Wie weit gehen wir rüber? 2 Meter. Wunderbar, gut funktioniert. Und auch hier werden wir noch Zugabe von 0,5 geben. Und das schaut doch jetzt nicht schlecht aus. Aber wir werden jetzt dann ein Problem haben, denn die Mengen, ich zeige das einfach kurz. Wir müssen mich noch mehr tun, als ihr denkt. Die Menge wird noch falsch rauskommen. Das weiß ich aber jetzt schon. Was wir jetzt brauchen, ist die Legende definieren. Wir definieren jetzt einmal die Legende. Wir müssen als erstes den Typen aussuchen. Hier ist Architektur drin. Das ist in diesem Fall richtig, denn Einbauteile sind Architekturbauteile. Wenn wir jetzt zum Beispiel Bewährung auslesen wollen, dann müssen wir auf Ingenieurbau gehen oder irgendwas vom Plan oder Planindex, dann müssen wir da runter gehen. Brauchen wir aber jetzt in dem Fall nicht. Deswegen bleiben wir hier auf Architektur. Wunderbar, gefällt mir. Die Selection, die regelt sozusagen, das ist ein Filter. Hier steht Auswahlkriterium, ich würde aber das Ganze einfach Filter nennen. Also wir filtern hier unsere Sachen raus. Und was filtern wir raus? Wir wollen jetzt keine Montageteile haben und keine Platzhalter. Und nur Einbauteile. Das heißt, wir schauen jetzt in unsere Attribuierungen rein, was wir denn greifen können. Gehen wir mal hier rein, das ist sozusagen unser Montageteil. Und da sehen wir, die Antwort 5 ist MOT. Dann machen wir dasselbe nochmal für so ein oranges Einbauteil, also für unsere Platzhalter. Und schauen wir, was wir hier greifen können. Die Antwort 5 ist hier PLH für Platzhalter. Ja, und dann schauen wir für unsere Einbauteile hier EBT. Ach, und was gibt es noch? Ich glaube, da haben wir sogar noch Subgrade. Produkthersteller. Subgrade. Jetzt gehen wir in unsere Legende, nicht modifizieren, sondern Legende definieren. Selection. Wichtig ist, das ist ein bisschen noch eine holprige Geschichte, das Ganze einzugeben. Man kann jetzt da nicht einfach alles reinschreiben. Also theoretisch ist schon möglich. Es ist irgendwie so blockweise. Ja, jetzt ist hier der Peter von der Post-Production. Mir ist zweimal ein Fehler passiert.
bei der Attribuierung oder bei dem Kriterium passiert. Deswegen überspringe ich diesen Part, der kommt aber später nochmal. Ihr habt hier unten einen Zeitstempel, springt es immer noch vorn, dann habt ihr auch die richtigen Filterkriterien. Jetzt haben wir die Selection. Jetzt brauchen wir noch den Kopf. Was ist unser Legendenkopf? Da können wir einfach in Blau das hier markieren, bis zu der Unterkante von den Zeilen. Dann eine Zeile definieren. Das machen wir genau rückwärts rum. Von rechts unten nach oben ziehen bis hierher, dass wir die Linien links und rechts und so mit dabei haben. Und jetzt müssen wir noch den Zeilenvorschub definieren. Da drücke ich jetzt bei mir einmal F3, dass ich die Zeilengröße messen kann. Von hier nach hier haben wir, oh Mann, 0,512. Das bin ja ich für einer. Das breche ich jetzt dann nochmal an der Stelle ab, also Escape. Warum habe ich das so gemacht? 0,512, ist es da oben auch so? Katastrophe. Also wir punktmodifizieren nochmal. Ganz klar, so kann ich nicht leben. Minus 0,5. Den ganzen waren es auch 0,5. Jetzt also nochmal zurück zur Legende definieren. Die Selection ist noch drin, Gott sei Dank. Den Kopf hat es rausgeschmissen. Hier steht Nein, also das holen wir nach. Jetzt haben wir ein Ja. Die Zeile definieren wir, das ist das hier. Und jetzt brauchen wir den Vorschub 0,5, aber ich mache es besser so. Ich gehe hier an diesen Eckpunkt hin, hole mir den Fangpunkt mit Tabulator-Taste zweimal und dann minus 0,5 eingeben und mit Enter bestätigen. Und jetzt haben wir so einen Zeilenvorschub. Jede Zeile wird 0,5 Meter nach unten versetzt. Eine Zwischensumme und Summe brauchen wir in dem Fall nicht. Wir fixieren das Ganze, das heißt fix anstatt speichern, finde ich. Und dann geben wir das Ganze hier ein. Ich habe hier schon ein paar gemacht. Das nenne ich jetzt Subparts Einbauteile. Okay? Subparts Einbauteile. Einmal okay. Und jetzt, wenn ich diese, jetzt habe ich schon die Legende definiert, aber jetzt wird bei der Mengenliste noch was falsch rauskommen. Ich zeige es mal. Ich setze auf Assoziativ. Wir haben auf Büro Einbauteile, Subparts Einbauteile. Jetzt genau diese Legende, die wir machen. Wir könnten hier noch Teilbild einstellen. Mache ich jetzt in dem Fall nicht. Ich setze das Ganze hier einmal ab und habe jetzt hier, schaut ihr die Stückzahl, da ist ordentlich was falsch. Ne? Das müssten 3 Meter sein, die Jordal müssten 3 Stück sein, kommt nicht raus. Zumindest was funktioniert hat, ist die Vorfilterung. Nee, die Montageteile sind auch dabei. Warum? Wir haben doch gesagt, Auswahlkriterium, Antwort 5, MOT. Okay, da müssen wir nochmal nachschauen. Wir gehen jetzt eh in die Legenden modifizieren. Vom Büro. Einbauteile, Subparts Einbauteile. Also hier der Ordner, hier die Datei, Subparts Einbauteile. Und wir müssen jetzt hier noch etwas ergänzen. Da kommt so ein extra Teilbild, sage ich jetzt einfach mal, so ein ganz komisches. Hier oben seht ihr die Kriterienformel. So schaut die eigentlich aus. Und wir können jetzt hier jede Menge Sachen nochmal einstellen und nachjustieren. In dem Fall brauchen wir die Elementinformation. Da klicken wir einmal drauf. Dann gehen wir hier auf die Menge. Dann haben wir hier diese Zeile und wir wollen die Einzelergebnisse aufsummieren. Okay, dann drücken wir einmal Escape, nochmal Escape, wir speichern das Ganze ab und jetzt haben wir die neue Legende abgespeichert. Jetzt probieren wir es nochmal aus, wir erzeugen eine neue Legende und jetzt werden die Sachen alle aufaddiert. Wir haben bei den Fugenbändern, haben wir sozusagen noch eingestellt, dass eine Überlappung mit aufaddiert wird, weil die müssen ja aneinander, also wenn ich das Fugenband zu Ende habe, muss ich das überlappen lassen. Und das ist automatisch mit integriert, deswegen ist hier die Menge richtig rausgekommen mit 3,01. Nein, wollen wir nicht. Was mich etwas stört, dass jetzt da überall 4 rauskommt und die auch dabei sind. Also die Antwort 5, da funktioniert was noch nicht. Das will ich aber jetzt nochmal
einstellen. Ich gehe dazu nochmal in Legenden modifizieren. Büro. Nochmal das hier. Da ist alles jetzt korrekt eingestellt von der Menge. Ich gehe auf Escape und lasse es mir ins Teilbild, also ein Teilbild ist ein Dokument, wollen wir diese Legendenformel abspeichern. Jetzt löschen wir erstmal das und das und das da oben auch. Wir definieren die Legendennummer neu mit den richtigen Einstellungen von der Menge. Was wir jetzt machen müssen, ist nochmal die Legende definieren. Also wir definieren nochmal nach der Selection den Kopf und die Zeile. Also den Kopf können wir ja hier, die Zeile können wir wieder hier, Punkt von hier, Tabulatortaste 0,5 und fertig haben wir das. Nochmal die Selection. Boah, also, ja, das ist echt ein bisschen doof gemacht, muss man ehrlich sagen, oder? Aber die Antwort 5 darf nicht MOT sein. Und Attribut darf nicht PLH sein. Und Antwort 5 darf nicht DOM sein. Klammer zu. Und Klammer auf. Objekt muss ein Punkteinbauteil sein. Oder zumindest ein Flächeneinbauteil. Oder ein Linieneinbauteil. Oder ein Linieneinbauteil mit Kontur. Und jetzt kann man nur sagen, vielleicht nur die Subparts, dass die Einbauteile von einem selber nicht davon betroffen sein dürfen. Da kann man jetzt noch einfügen, indem dass man Produkthersteller ist gleich Subgrade ist, noch hinzufügt. Mache ich in dem Fall nicht. Ich mache eine Klammer zu. Ich speichere als Favorit. Ich kenne Subparts. Yep. Okay. Mach meine Kopfzeile wieder. So. Zeile hier. Punktfang minus 0,5. Fixieren das Ganze auf Subparts Einbauteile. Okay. Jetzt bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass funktioniert. Legende. Ha! Funktioniert. Wunderbar. Und genau dasselbe wollen wir jetzt noch machen. Wir definieren jetzt einfach eine andere Formel für Montageteile und für Platzhalter. Mod ID. Legende definieren. Haben wir eine andere Selection. In dem Fall Klammer auf, das Attribut. Legende, wir suchen Antwort 5. Das muss jetzt ist gleich MOT enthalten. Klammer zu und Klammer auf das Objekt, Punkteinbauteil und so weiter. Ihr wisst es. Oder Flächen. Oder Linieneinbauteil. Das ist doch das Schönste hier. Oder Linieneinbauteil mit Kontur. Klammer zu. Wir speichern es als Legende Subparts Mod. Okay. Kopf haben wir hier auch. Eine Zeile haben wir hier auch. Wir haben minus 0,5. Wir fixieren das als Subparts Montageteile. Und das ganze Spielchen machen wir jetzt nochmal für die Dummies. Das heißt, wir machen wieder Klammer auf. Sicher, sicher. Klammer. Wenn die gut gelegt ist, dann stört die uns nicht. Antwort 5 ist gleich PLH.
Oder ist das? Die Antwort 5 ist ein DUM, Klammer zu und Klammer auf, das Objekt ist ein Punkteimbauteil. Wunderbar. Ich glaube zwar nicht, dass die anderen Teile jemals mit der Antwort 5 und DUM oder PLH modifiziert sind, geben es halt trotzdem ein. So, Linieneinbauteil mit Kontur und ein Flächeneinbauteil darf auch nicht fehlen. Flächeneinbauteil, Klammer zu, speichern, Legende Subparts, hallo, Subparts, Dummies, Platzhalter, PLH, wunderbar, okay, Kopfzeile, du, Zeile, du, Spaltnummer nicht durchgehen, was? Was? Warum? Definieren? Nummer modifizieren? Du bist die 1, du bist die 2, du bist die 3, du bist die 4, du bist die 5 und du bist die 6. Also was willst du? Dann machen wir es so. Legende modifizieren, Büro, Montageteile, yep. Speichern im aktuellen Dokument abspeichern. Machen wir es mal hier nochmal. Wir löschen das Ganze hier raus, dass wir hier saubere Verbindungen wieder haben. Wir definieren eine Legende. Selection ist nur richtig. Kopfzeile machen wir so. Bitteschön. Zeile. Hoffen, dass das funktioniert. 0,5. Und fixieren das Ganze als Subparts. Platzhalter. Okay. Und jetzt werden wir die Legenden auswerten. Ich lösche das jetzt weg in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Jetzt machen wir sozusagen unsere drei Legenden. Die setzen wir jetzt ab. Das ist unser Endergebnis. Legende 1. Alle Einbauteile bitte anzeigen. Da haben wir dreimal die Dübleisten von Jordal. Platzhalter kommt nicht raus. Richtig. Dreimal die Dübelleisten von Pico. Stückzahl 3. Richtig, keine Platzhalter und so weiter. Also hier haben wir 3. Und dann haben wir dreimal die Fugenblecher von Betomax mit jeweils 1 Meter und noch was für die Überlappung. Hammer. Und jetzt möchten wir natürlich die Montageteile auch auswerten. Montageteile, let's go. Montageteile, hier haben wir unsere Montageteile. Wunderbar. Kommen die richtigen Stückzahlen raus. Damit ich das auch beweisen kann, das kopieren wir jetzt einfach nochmal hier hin, hier hin, hier hin. Und ihr seht, wie die Stückzahl nach oben läuft. Dann wollen wir noch eine Legende absetzen und das sind unsere Platzhalter. Was haben wir denn als Platzhalter? Yay, die 4, cool, oder? Und jetzt kopieren wir mal einfach einen Platzhalter und schon wird die Stückzahl aufaddiert. Ja, wir kopieren jetzt einfach die Fugenbleche und auch die werden aufaddiert. Wunderbar. Jetzt braucht ihr natürlich das Ganze noch in eurem System. Ich biete diese Legenden kostenfrei auf meiner Homepage an. Alles, was ich dafür haben möchte, ist euer Nicht-Geld, denn die sind ja kostenfrei, sondern eure Daten, wie viele Allplan-Lizenzen ihr habt und aus welcher Firma ihr kommt und eure E-Mail-Adresse. Das ist schon alles. Dann kriegt ihr die Legenden kostenfrei zugesandt oder zum Download. Und wenn ihr die gedownloadet habt, dann habt ihr zwei Dateien. ZL, nee, das sind DEU-Dateien. Genau. Und die müssen wir jetzt auch irgendwie ins System bringen. Ich verwalte das dann auch erstmal. Ja, das zeige ich dann. Hier geht es auf Datei. Project Pilot, also PP. Ich finde es so cool, PP. Dann erscheint eine eigene ein Panel. Ja, das hier. Klappt es einfach mal alles hier zu, sonst wird es hier überlaufen wahrscheinlich mit Projekten. Bei mir geht es noch. Externer Pfad, Rechtsklick,
externen Pfad auswählen und da sucht sie jetzt genau den Pfad aus, den ihr als externen habt, also wo euer Download ist von diesen Legenden, die ihr heruntergeladen habt. Bei mir ist es bei Legenden Altbahn 24 drin, es könnte aber auch bei 23 drin sein und so weiter und so fort. Diese Legende habe ich in Altplan 24 erzeugt. Jetzt müsst ihr davor noch etwas machen, wenn ihr das in einer anderen Altplan-Version haben möchtet. Ihr geht in euer Altmenü. Zum Beispiel jetzt, wenn ich es in der 23er-Version haben möchte, dann müsst ihr die Datei in die aktuelle Version konvertieren. Einmal hier klicken und dann den Ordner aussuchen, wo ihr diese Legenden heruntergeladen habt. Dann einmal mit OK bestätigen und dann werden die in die aktuelle Version konvertiert. Und dann einmal mit OK, dann läuft es kurz durch und dann kommt kurze Bestätigung und dann heißt, wunderbar, haben wir gemacht, wurde ausgeführt. Da ist kurz was aufgegangen und dann sagen wir OK. Dann seid ihr einsatzbereit und könnt die Legende einfügen in euer System mit Beschriftungsbilder Legenden verwalten. Am besten sucht ihr hier über die Lupe Legenden im Plural. Einmal Enter, einmal nach rechts und dann habt ihr Beschriftungsbilder Legenden verwalten. Könnt ihr auch in der Actionbar anzeigen lassen natürlich. Und dann gehen wir hier auf Legenden. Und jetzt haben wir hier im neuen Panel die Auswahlmöglichkeit zwischen Büro, Privat, externer Pfad, Standard und unsere ganzen Projekte. Hier geht es dann auf externer Pfad, holt euch das Einbauteil eurer Wahl, kopiert es, schaut, dass auf Legenden hier bleibt, nicht auf Datei, sonst könnt ihr hier bloß den Ordner kopieren. Wir wollen aber alle Einbauteile kopieren. Dann kopieren wir die, dann gehen wir auf Büro, dann können wir zum Beispiel hier auf Liken, müssen wir natürlich, und dann können wir das hier einfügen. Da ist jetzt schon was abgelegt, das haben wir ersetzen, wunderbar. Wichtig ist, dass hier kein Name entstanden ist, der da oben schon mal oder da unten schon mal entstanden ist, und auch hier dürfen keine Doppelnamen aufgelistet sein. Ich verwalte jetzt gleich noch meine Einbauteile, denn hier schaut es aus wie Kraut und Rüben. Dazu, wo waren es drin? Unter Einbauteile, da sind unsere drei richtigen, sage ich jetzt mal. Und den Rest, den lösche ich jetzt einfach. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Modulbewertung, ah ja, okay. Stringübersicht. Und hier Raumwohnflächen. Ich brauche die gerade alle nicht. Das heißt, ich lösche die ganzen Ordner. Ich gehe hier rein. Also man muss hier wirklich wissen, was man macht. Ich lösche die drei. Und jetzt kopiere ich die drei. Mein Büro hat eine Einbauteile. Na, erstmal hier hin. Ausführen. Den Ordner nenne ich Subparts 2. Dann gehe ich wieder auf Büro. Einbauteile. Den Ordner lösche ich. Und den kopiere ich auf Büro 1. Ausführen. Subparts. Okay. Schließen. Ich refreshe einmal, das hier löschen. Das ging jetzt schnell, hä? Jetzt haben wir Subparts, Einbauteile, Montageteile, Platzhalter. Diese Nochmal da kurz da. Ein kleiner Bonus. Ich wollte nur kurz was zeigen. Wenn ihr jetzt hier Legende abgesetzt habt, könnt ihr auf Rechtsklick skalieren klicken und dann könnt ihr die ganze Legende nochmal anpassen von der Größe her. Das heißt, ihr könnt jederzeit in ein Teilbild die Legende kleiner oder größer machen. Und schon wird die angepasst. Das war's aber jetzt. Jetzt Liken nicht vergessen.